Das ist auch eine Geschichte, wie sich Menschen entdecken, wie sie ihre Geschichte entdecken, wie sie beide entdecken, dass beide ihre Väter auch Fischer waren, wie sie über Fußball zusammenkommen. Und das ist auch komisch. Pedro lebt auf Lanzarote, auf der Vulkaninsel. Er ist Postbote und das Problem ist dieses Postbotens, dass er keine Briefe auszutragen hat, weil es keine mehr gibt. Einmal saß ich im Kino in Arrecife und da saß ein Postbote neben mir in seiner Uniform, mit seiner spanischen Krone als Emblem und wir guckten beide James Bond, ein Quantum Trost. Ja, das ist natürlich eine Verlustgeschichte eines Mannes, der aus der Welt kippt, dass also die Digitalisierung, dieses Zauberwort, dass das für ihn natürlich quasi das Grab des Berufes ist. Also die Digitalisierung stößt ihn quasi aus der Welt und ist ein Würdeverlust, ein Bedeutungsverlust. Den kompensiert er mit der Hingabe an seinen Sohn. Dieses Thema, dass Menschen aus der Welt fallen, reflektiert der Roman auf verschiedenen Ebenen. Es gibt diesen Fischer, seinen Freund Tenaro, der eben auf der berühmten Thunfischflotte angestellt war, jetzt eben, weil es keine Fische mehr gibt, die Meere leer sind. Dann gibt es Amado, den Flüchtling, der auf dieser Insel ankommt und in dem Moment, wo er keine Papiere mehr hat, auch identitätslos ist. Also ein Fischer ohne Fische, eine Postbote ohne Post und ein Flüchtling ohne Papiere. Wir hören von Lanzarote, es geht um Fußball, um Franco und. Aber was ich gerne jetzt auch ansprechen möchte, wo ich diese ganzen Themen aufzähle, ich finde, der Roman ist sehr, sehr dicht an Themen. Es steckt ganz, ganz viel drin und du hast da eben ganz viel gesammelt und reingesteckt. Ich finde es schon, wenn ein Roman auch ein bisschen überfordernd ist und wenn er so meandert und Umwege nimmt. Und ich finde, das liebe ich ja als Autor, gerade wenn ich in der Dramatik, da muss ich sehr stringent sein, da muss ich nach 10 Minuten quasi die Ansage machen, wohin der Abend läuft. Und da müssen die Antagonismen klar gesetzt werden. Und da muss sozusagen die Fallhöhen müssen relativ schnell klar sein. Und im Roman habe ich plötzlich Zeit. Natürlich ist diese politische Geografie Lanzarotes kein Ort, wo man die Welt irgendwie auslassen könnte. Afrika ist 120 Kilometer entfernt. Das Thema Flucht, Immigration, Hoffnung. Lanzarote ist immer die erste Hoffnung für die Flüchtlinge, weil es quasi der Europa kann man quasi sehen von Afrika. Und das sind natürlich schwere Themen und auch der Verlust der Authentizität dieser Menschen, die ihren Beruf durch den globalen Tourismus verloren haben. Tenaro zeigte nach rechts in die Wolken, die über der schwarzen Bergkette hingen. Da müssen wir hin. Jetzt saß Pedro auch ein großes Haus, wie eine Festung mit einem runden weißen Turm, direkt vor eine Felswand gebaut. Der holprige Weg führte steil hinauf zur Villa Winter. Und nun pass auf, wir organisieren professionelle Sightseeing-Ausflüge zu Adolf Hitlers Geheimversteck. Du übernimmst Transport und Catering. Stopp, sagte Pedro, es reicht. Ich organisiere gar nichts, ich habe einen Job. Außerdem wollen die Touristen zu den Vulkanen, in den Jardin de Cactus, aber nicht zu Hitler. Pedro und seiner ganzen, das ist ja so eine Art Don Quixote-Figur, der quasi gegen die Digitalisierung anrennt, wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Und durch diesen Konflikt mit seiner Frau, Freundin, die natürlich komplett in dieser digitalen, globalen, vernetzten Welt aufgeht, die an dieses Hotel angeschlossen ist mit diesen Unmengen von Touristen, fühlt er sich immer isolierter. Und diese Bruchlinie zwischen digitaler und nicht digitaler Welt geht total durch diese Beziehung. Und das ist natürlich auch irgendwie eine tragische Komik. Bei mir geht es eher um diesen Moment, wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich noch für unsere Mitteilung? Also wie kommunizieren wir eigentlich? Und ich glaube, dass es viele auch Menschen jetzt spüren, immer mehr spüren, dass vieles so
verloren geht. Also die Aufmerksamkeit wird natürlich kleiner und dann auf der anderen Seite sind es diese Postings. Aber dann findet man sich plötzlich wieder mit Frauen und Männern, die dein Buch mögen, es abfotografieren und aber auch Katzen abfotografieren. Und du siehst also dein Buch zwischen Katzen und Aquarellbildern mit Wasserfarben. Und man fragt sich, ist das jetzt eigentlich, da wollte ich eigentlich dahin? Ich bin einfach wahnsinnig gerne da, weil es auch landschaftlich so wahnsinnig schön ist. Also da ist ja nichts. Manche sagen ja immer, da ist ja nichts und reisen wieder ab und kommen nie wieder. Und manche entdecken einfach diese unglaubliche Schönheit der kahlen, schwarzen Strände, der immer sich wieder im Lichte der Sonne verwandelnden, ockerfarbenen, ockerroten, ockerblau gibt es nicht, aber blau, orangenen und weiß was, also mit allen möglichen Farben nehmen die Vulkane an. Und für mich ist das Zen. Ich bin da sozusagen so, ich bin da, da lenkt mich nichts ab, da kann ich arbeiten, da ist die Erde offen. Es hat eine unheimliche Energie, die Erde dort. Und ich sage ja immer, wenn man wissen will, ob eine Beziehung funktioniert, sollte man nach Lanzarote fahren, weil entweder ist die Beziehung nach 2 Wochen beendet oder man heiratet.